Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video zum Thema Benachrichtigungseinstellungen. So sinnvoll und zweckmäßig Teams in deinem Einsatz im täglichen Berufsalltag ist, so nervig können manchmal die Benachrichtigungen und Alerts sein, die von Teams gesendet werden. Wie man selbst die Einstellungen dahingehend ändern kann, damit das Arbeiten trotzdem noch produktiv bleibt, möchte ich hier zeigen. Wichtig ist, dass man hier oben auf das Symbol der eigenen Einstellungen geht und der Punkt für die Einstellung der Benachrichtigung findet sich unter Einstellungen. Dort geht man zum im linken Bereich zum Punkt Benachrichtigungen und bekommt hier eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten, wie in welchem Fall zu benachrichtigen ist. Bei Erwähnungen kann man hier verschiedenste Einstellungen vortreffen. Wenn meine Person irgendwo erwähnt wird, dann ist bei mir jetzt eingestellt Banner. Das heißt, dass rechts unten eine Benachrichtigung erfolgt, die meinen Arbeitsfluss natürlich beeinträchtigt. Ich kann das hier umstellen, dass nur im Feed angezeigt wird. Nur im Feed anzeigen bedeutet, dass der Punkt unter Aktivität erscheint. Das ist für mich hier ausreichend. Ebenfalls Kanalerwähnungen sind für mich hier im Feed ausreichend. Man sieht, dass man auch teilweise diese Sachen auf Ausstellen kann. Teamerwähnungen ebenfalls ausreichend im Feed angezeigt. Nachrichten, hier geht es vor allem um Chat-Nachrichten. Diese sind hier vielfach auf Banner gestellt. Auch das ist mir zu anstrengend und ich stelle diese auf aus. Sie sind damit nicht weg, sondern werden nur eben im Chat mit einem Hinweis markiert, aber sie unterbrechen meine Arbeit nicht. Die Antworten auf von mir gestartete Unterhaltungen, das kann sein, dass ich hier eine Information haben möchte. Die kann ich zum Beispiel mal auf Banner lassen, weil ich schon dringend auf eine Frage oder ein Thema auf eine Antwort warte. Antworten auf Unterhaltungen, auf die ich geantwortet habe, das reicht mir, wenn ich diese nur im Feed angezeigt bekomme. Gefällt mir Angaben und Reaktionen habe ich auf ausgestellt. Man kann überall bei fast allen Postings eine Gefällt mir Angabe, einen Smiley etc. dazu hängen. Darüber möchte ich nicht in jedem Fall informiert werden. Verfolgte Kanäle, das haben wir grundsätzlich so nicht eingestellt. Hier reicht völlig im Feed anzuzeigen. Und populär ist, stelle ich auf aus. Sonstiges Kategorie Änderungen an der Teammitgliedschaft. Auch hier reicht es mir aus, wenn diese im Feed angezeigt werden. Teamrollenänderungen, wenn man vom Mitglied beispielsweise zum Besitzer wird, dann reicht mir das auch aus, im Feed angezeigt zu bekommen. Benachrichtigungstöne bei Anruferwähnung und Chat. Oder ich kann sie auch generell auf Ausstellen. Wenn man in einer Besprechung ist etc., ist es vielleicht sinnvoll, diese auf Auszustellen. E-Mails zu verpassten Aktivitäten, das funktioniert zwar in unserer Umgebung noch nicht, aber auch hier reicht es sicher aus. Ganz interessant ist, dass man hier eine E-Mail beispielsweise sich schicken lassen kann, eben stündlich oder einmal am Tag etc. Wenn man das nicht möchte, einfach auf Ausstellen. Momente für Sie, Kollege, ist Teams beigetreten. Das ist für mich zwar interessant, aber auch nicht so sehr. Ich habe stelle ich auf Aus. Besprechungen. Benachrichtigung über gestartete Besprechungen werden hier im Banner dargestellt. Das kann in Besprechungen durchaus von Interesse sein, dass man mitbekommt, dass eine Besprechung gestartet wurde, an die man erinnert werden möchte. Ich lasse diese Einstellung mal so stehen.
Chat-Benachrichtigungen für Besprechungen. Hier kann man die Stummschaltung aufheben oder stummschalten, bis ich teilnehme oder eine Nachricht sende oder eine generelle Stummschaltung. Ich lasse auch hier die Einstellung mit Stummschalten, bis ich eine Nachricht sende. Ein wichtiger Punkt ist der Status. Verfolgen Sie den Status einer Person und erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald sie als verfügbar oder offline angezeigt wird. Hier kann ich Personen eintragen, über deren Statusänderung ich informiert werden möchte. Und zwar immer informiert werden möchte. Dann nehme ich diese Person hier auf, weil ich schon dringend auf diese Person warte etc. Ich habe hier jetzt niemanden eingetragen. Das kann man auch im Chat teilweise direkt machen. Gut, ich war jetzt in Benachrichtigungen. Ich habe hier alle Punkte einmal durchgearbeitet. Das empfiehlt sich grundsätzlich. Man wird diese Benachrichtigung ein-, zwei-, dreimal wahrscheinlich verändern, bis sie an die eigenen Arbeitserfordernisse angepasst sind und ab und zu mal wieder eine Änderung machen. Grundsätzlich ist weniger mehr, denn sonst wird Microsoft Teams schnell zur Nervensäge und das möchten wir natürlich grundsätzlich vermeiden. Besten Dank.